We are the future. We are the future. Hallo und ein frohes neues Jahr, liebe Nerds und Geeks, wünsche ich euch. Und wir beginnen das Jahr mit einer Video-Review zu einem Lego-Produkt. Ihr seht es hier schon, es handelt sich um eins der neuen Legends of Chima-Sets. Und ja, die Serie ist jetzt gerade frisch in Deutschland erschienen. Und ich habe mir das Set hier aus dem Lego-Laden in der Kölner Innenstadt geholt. Das Set hat gekostet 14,99 Euro, wie ihr seht. Und das Set ist Crawleys Reptiliengreifer oder Krokodilgreifer, irgendwie sowas halt war's. Hat die Nummer 70001, geeignet fürs Alter 7 bis 14. Aber wir sind ja auch große Kinder. Das Boxdesign gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Hier vorne haben wir die zwei Minifiguren, die dabei sind. Das sind einmal Crawley und Leonidas. Ja, Leonidas, kennt man vielleicht noch aus dem Film 300, ist hier jetzt eine Katze und Crawley ist ein Krokodil. Hier oben haben wir dann halt nochmal die beiden abgebildet. Hier haben wir ein Foto in Originalgröße. Entschuldigung. Und wir drehen das Ganze mal. Haben das jetzt hier auf der Rückseite. Dann hier werden so ein bisschen die Funktionen beschrieben. Hat eine Beißfunktion, man kann den Chi-Kristall lagern, die Krallen greifen an und aber das seht ihr gleich alles noch in Bewegung. Hier oben sind dann nochmal die beiden Charaktere abgebildet. Was ich schade finde, Crawley hat hier eine Kanone, die ist im Set leider nicht dabei. Finde ich ein bisschen schade, die hätte man dem ruhig noch mitgeben können für so einen kleinen Zweikampf mit Leonidas. Aber nun gut. Genug zur Verpackung. Wie gesagt, die ist ganz schick. Das Legends of Chima Logo gefällt mir sehr gut. Und was ich aber direkt sagen muss, das werde ich wahrscheinlich heute öfters sagen, das Design oder halt auch so diese Farben und auch die Zeichnung, die erinnern mich persönlich extrem an Thundercats. Muss nicht schlecht sein, aber ja. Ist halt, wenn man es böse sagen möchte, könnte man sagen, die haben sich da ein bisschen was von Thundercats geklaut. Aber nun gut, weg mit dem Karton. Bauanleitung ist zweigeteilt. So, jetzt nichts Besonderes, ganz normale Standardbauanleitung halt. Anzahl der Teile weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Vielleicht steht es hier irgendwo bei. Oder in der Anleitung vielleicht. Upsala. Teile. Ich habe hier eine Übersicht der Teile, aber ja. Keine Lust, das jetzt nachzuzählen. Ist ja auch wurscht. So, ich bewege mal ein bisschen die Kamera, dass ihr mehr sehen könnt. So, mal ein bisschen höher. So, das sollte jetzt gut sein. So, und hier haben wir schon das Set. Ich hole jetzt mal die beiden Minifiguren her. Das ist dann halt einmal hier Crawley, das Krokodil. Das Design finde ich ziemlich cool. Er hat so einen Lendenschurz und halt hier so eine Rüstung, die halt so rüber geht. Und der Helm ist auch sehr gut geworden. Hier hat es so ein paar Zacken. Von hinten sieht man auch noch dieses Stück Rüstung, diesen Stofffetzen. Die Zähne sind sehr schön aufgemalt. Man kann den Helm abnehmen, hat darunter dann halt hier so eine Visage. Erinnert ein bisschen an den Lizard aus dem letzten Spider-Man-Film. Hier nochmal einen anderen Gesichtsausdruck. Da kann man variieren, einfach einmal drehen. Und schon guckt er wie ein gepopptes Karnickel. Anderen Gesichtsausdruck finde ich auch besser.
Helm sitzt soweit echt gut, keine Beschwerden. Leonidas hat ein Schwert. Das ist ein neues Element, habe ich so vorher bei Lego noch nicht gesehen. Und in dem Element steckt hier so eine Stange drin, die man schon von Lego Star Wars kennt. Und die sitzt auch bombenfest da drin. So. Ja, gucken wir uns Leonidas an. Leonidas hat so einen leichten Derp-Gesichtsausdruck. Ich hoffe, das sieht man jetzt im Fokus. So. Hat einen leicht derpigen Gesichtsausdruck. Und er hat mich so ein bisschen wirklich an Rüstung der Spartiaten. Halt einfach nur so ein Band, was halt um die Brust gewickelt ist und halt eine Hosenrüstung. Und auch die Frisur erinnert mich persönlich sehr an Thundercats Lion-O. Aber nun gut, ja, wie gesagt, ein Derp-Blick oder Derp-Gesichtsausdruck. Auch hier kann man den Helm abnehmen. Helm sitzt soweit auch echt gut. Und ja, es sieht echt so ein bisschen aus wie so ein besoffener Hillbilly, sage ich mal ganz böse. Oder hier. Also was sich Lego bei den Gesichtsausdrücken gedacht hat, kann ich nicht sagen. Aber nun gut. An sich finde ich halt die Idee cool, den zwei Gesichtsausdrücke zu geben. Ja, und die Helme sind. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Helme darstellen soll. Ich denke eher, es sollen wirklich die richtigen Gesichter der Minifiguren darstellen. Finde ich aber soweit auch ganz gut. Ja, Crawley kann man in sein Fahrzeug reinsetzen. Kann dann hier diesen Überrollbügel draufklappen. Und hier hinten haben wir diese Chi Storage. Chi sind halt hier diese kleinen Kristalle. Das scheint wohl eins der Elemente zu sein, die halt so ein bisschen Sammeltrieb und halt irgendwie ein Feature in der Serie darstellen werden. Ich glaube, ab diesem oder nächsten Monat läuft dann auf Super RTL die passende Serie dazu. Naja, komm her. So, packen wir wieder da rein. Klappe zu. Die Hinterräder sehen auch verdammt cool aus. Passen wirklich sehr zu diesem Fahrzeugmodus. Das Fahrzeug an sich gefällt mir verdammt, verdammt gut. Also ich finde den Grünton wirklich sehr genial. Es ist so ein Olivgrün, sage ich mal. Hier hatten wir drei Aufkleber nur dabei, die sich relativ gut anbringen lassen. Und ja, das Fahrzeug sieht halt aus wie so ein Krokodil. Die haben halt eine richtige Krokodilschnauze, die sich öffnen und schließen lässt. Hier die rote Zunge und die Zähne. Also das ist wirklich sehr cool designt. Und natürlich hat das, wie erwähnt, auch ein Feature. Wenn man nämlich das Fahrzeug nach vorne bewegt, klappen hier diese Krallen aus. Und durch dieses Band, durch dieses Kettenband, wenn man das Fahrzeug bewegt, drehen sich dann diese Krallen. Also das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Bin mal gespannt, ob die anderen Sets auch so eine Playability haben. Also das ist wirklich ziemlich gut gemacht. Macht viel Spaß. Man kann dann die gewünschte Figur vorne reinhängen. Oder man kann sie damit halt so ein bisschen angreifen. Man merkt, es ist Kinderspielzeug. Aber nun gut. Also designtechnisch wirklich sehr cool gemacht. Das Fahrzeug sieht sehr cool aus. Eine sehr coole Funktion, dass halt beim Bewegen des Fahrzeugs diese Krallen nach vorne klappen. Hätte man meiner Meinung nach nur dadurch halt noch verbessern können, dass es optional ist. Dass man vielleicht irgendwie einen Stift ziehen muss oder sowas und dass die dann erst nach vorne klappen, wenn man das Fahrzeug bewegt. Dann bewegt man zurückwärts, gehen die wieder vor, gehen die wieder zurück. Vor, zurück, vor, zurück. Aber an sich ein sehr cooles Feature, was ich gar nicht irgendwie erwartet habe. Also ich bin wirklich sehr unbefangen an das Set rangegangen. Hat Spaß gemacht zusammenzubauen. Sieht optisch gut aus. Also wie gesagt, es hat halt wirklich so ein Thundercats-Design-Touch, finde ich. Und macht super Spaß. War relativ einfach zusammenzubauen. Und
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt auf die weiteren Sets. Ich denke, da werden mir bestimmt noch so zwei, drei Sets kleinere ins Haus kommen. Und was ich dann dazu sage, das seht ihr in den späteren Reviews dann zu den anderen Sets. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Abend.